Eierstockkrebs gehört in Deutschland zu der zweithäufigsten bösartigen Krebsart der weiblichen Geschlechtsorgane. Jährlich erkranken knapp 10.000 Frauen am sogenannten Ovarialkarzinom. Oft wird es erst sehr spät entdeckt, da lange Zeit keine Symptome auftreten. Ein erhöhtes Krebsrisiko besteht für Frauen im fortgeschrittenen Alter und für Frauen, die bereits an Brust- oder Gebärmutterschleimhautkrebs erkrankt waren. Kinderlosigkeit oder eine erbliche Veranlagung lassen zudem das Krankheitsrisiko ansteigen. Die Eierstöcke liegen im Becken der Frau. Sie schließen an beide Eileiter an und befinden sich rechts und links von der Gebärmutter. Oftmals ist der Krebs weit fortgeschritten. Umliegendes Gewebe oder sich in der Nähe befindende Organe wie die Gebärmutter oder Teile des Darms müssen dann bei der Operation mit entfernt werden. Die Operation ist das wichtigste Therapieverfahren bei Eierstockkrebs. In den meisten Fällen schließt sich danach eine Chemotherapie an. Die Überlebensaussichten sind im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane eher schlecht. Weniger als die Hälfte aller Patientinnen wird wieder gesund.